Der Debatte ist der Kollege Christoph Meyer von der AfD. Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, die Aufnahme des Klimaschutzes als Staatsziel in die bayerische Verfassung ist eine ideologische Blendgranate mit verheerenden Langzeitschäden. Dieser heutigen Aussprache vorangegangen ist ein politisches Trauerspiel, das die Unglaubwürdigkeit einer solchen Initiative nur unterstreicht. Der Gesetzentwurf stammt von der CSU und den Freien Wählern, was die Angelegenheit noch viel dramatischer macht. Würde, wie im Bundestag, dahinter die Fraktion der Grünen oder einer anderen Linkspartei stehen, so müsste man sich damit nicht ernsthaft auseinandersetzen. So allerdings bedarf es einiger Klarstellungen. Zur Erinnerung: Im Bundestag wurde die von den Grünen angeregte Aufnahme des Staatsziels Klimaschutz von den Unionsparteien, auch der CSU, abgelehnt. Doch in Bayern, da gehen die Uhren ja bekanntlich anders. Und in diesem Fall gehen sie auch falsch. Dazu passt, dass ausgerechnet die Grünen, die sonst den Schutz des Klimas wie eine Monstranz vor sich hertragen, ihre weltverbesserliche Oberlehrerhaftigkeit dieses Mal verbergen müssen und dieser Verfassungsänderung ihre Zustimmung und damit auch die notwendige Zweidrittelmehrheit hier im Plenum versagen. Für sie gilt: Das Klima muss geschützt werden, aber nur, wenn die Grünen es wollen. Daran zeigt sich wieder einmal, dass diese Partei keine politischen Überzeugungen verfolgt, sondern nur den eigenen Machtanspruch durchsetzen möchte. Früher oder später werden dies auch deren Wählerinnen und Wähler erkennen und die Partei dafür zu Recht abstrafen. Schlimmer noch muss es für die CSU sein, die glaubt, diesen Irrweg des sogenannten Klimaschutzes in der bayerischen Verfassung festzuschreiben. Was sollen die Rechtsadressaten unter dem Klimaschutz denn verstehen? Das sind wir alle, das Volk, alle Menschen in Bayern. Unter Artikel 141 der Bayerischen Verfassung werden bereits Boden, Wasser und Luft geschützt. Allesamt klare Begriffe, die uneingeschränkt schutzwürdig sind. Dieser Begriff Klima hingegen ist juristisch nicht geklärt und bedarf somit der Ausfüllung durch Gerichte und Verwaltung. Und darin zeigt sich das tatsächliche Problem der gesamten Diskussion. Gemeint ist nach den Überzeugungen der Klimajünger mit dem Schutz des Klimas die Reduktion des CO2, ein Naturgas, Kohlendioxid, das unser Klima angeblich beeinflussen und für Temperaturveränderungen verantwortlich sein soll. Und um diesen Glaubenskanon in der politischen Debatte durchzusetzen, wurde der politische Kampfbegriff des Klimaleugners erfunden, der immer dann verwendet wird, wenn die eigenen Ansichten in Frage gestellt werden. Wie dünnhäutig, sehr verehrte Damen und Herren, wie dünnhäutig ist die Argumentation? Diese abwertende Bezeichnung zeigt ganz deutlich, wie aufgeladen, wie religiös aufgeladen diese gesamte Klimadebatte in Deutschland geführt wird. Niemand, ich betone hier, niemand in der AfD bestreitet, dass sich das Klima ändern kann. Immerwährender Klimawandel ist sogar naturgesetzlich bedingt. Ein konstantes Klima gibt es nicht. Und da es kein konstantes Klima gibt, kann auch nichts geschützt werden, das sich ständig verändert. Darin, sehr verehrte Damen und Herren, liegt gerade die Täuschung, die der Klimaschutz bewirkt. Diese atmosphärischen Veränderungen sind von Menschen weder gemacht, noch können sie von ihnen beeinflusst werden. Das ist der Stand der seriösen Wissenschaft. Auf Beweise für einen menschengemachten Klimawandel warten wir bis heute. Davon zu unterscheiden sind gemessene Temperaturveränderungen in bestimmten Zeiträumen an bestimmten Orten. Dies entspricht auch der Definition des Klimas. Diese gibt es unbestritten. Sie sind auch nachweisbar. Aber ein Zusammenhang mit der Wirkung von CO2 auf das Klima bleibt eine vage Behauptung. Ja, und auf der Grundlage dieser vagen Behauptung, die hier im Lande zur Ideologie geworden ist, soll die bayerische Verfassung geändert werden.
Eine Verfassungsänderung ist niemals nur symbolisch, wenngleich die bayerische Verfassung ja in einigen Punkten ein Wünsch-dir-was mit bloßen Absichtserklärungen ohne juristische Bedeutung ist. Hier verhält es sich anders. Es soll ein Staatsziel formuliert werden. Wie Herr Holt es richtig angesprochen hat, ist ein Staatsziel objektives Verfassungsrecht. Und objektives Verfassungsrecht ist im Kollisionsfall sehr wohl bedeutend und kann bei einer juristischen Abwägungsentscheidung den Ausschlag geben. Denn anders als im Gesetzentwurf ausgearbeitet, bindet diese Staatszielbestimmung nicht lediglich den Staat, die Gemeinden und die Körperschaften des öffentlichen Rechts in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Verfassungsrechtliche Folgen bleiben also nicht lediglich auf die staatliche Ebene beschränkt, sondern Staatsziele können auch in grundrechtlichen Konstellationen der Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen dienen. Dass dies politisch hier gewollt ist, steht in Teilen jedenfalls außer Frage. Doch warum wird es dann im Gesetzentwurf verschwiegen? Es wird verschwiegen, weil die Auswirkungen für alle so weitreichend sind und nicht abschließend aufgezählt werden können. Denn diese Verfassungsänderung könnte den Initiatoren politisch schwer schaden, wenn klar wäre, welche Tragweite sie wirklich hat und vor allen Dingen, welche Eingriffe in das Leben jedes einzelnen Bürgers zu erwarten sind. Beispielhaft sei hier erwähnt, dass der sogenannte Klimaschutz jeglichen Eingriff, passen Sie gut auf von den Freien Demokraten, jeglichen Eingriff in die unternehmerische Freiheit rechtfertigen und damit die Produktion von Industriegütern beschränken kann. Er kann auch herangezogen werden, um Fahrverbote für Verbrennungsmotoren durchzusetzen oder Verbrennungsmotoren gar ganz zu verbieten und damit unsere Fortbewegungsfreiheit einzuschränken. Die Folgen für die deutsche Autoindustrie wären dramatisch. Und nicht zuletzt können alle fossilen Energieträger mit der Begründung reglementiert oder gar ganz verboten werden, dass sie CO2 produzieren. Jeglicher CO2-Ausstoß steht damit im Verdacht, einen Klimawandel zu verursachen. Und diese Verbote sollen dazu dienen, willkürlich festgelegte internationale Verpflichtungen zur Reduktion des CO2 zu erfüllen. Doch mit welchen Konsequenzen, sehr geehrte Damen und Herren? Wollen wir es wirklich zulassen, dass wir als Industrienation unseren Wohlstand auf dem Altar der Klimaideologie opfern? Nach dem Ausstieg aus der Kernkraft und der Kohle wäre dies eine weitere Wegmarke zur Deindustrialisierung unseres Landes. Herr Kollege, denken Sie bitte ein bisschen an die Redezeit. Dass wir für die Zerstörung unserer Industrie den internationalen Applaus bekommen, sollte uns aufhören lassen. Die Globalisten und Internationalisten verfolgen ihre eigenen Interessen und diese sind nicht deckungsgleich mit unseren. Bayern, Deutschland und auch die Europäische Union werden das Weltklima nicht retten. Was der Mensch nicht beeinflussen kann, kann auch kein Superstaat mit Staatszielen erreichen. Genauso wenig, wie ein Sozialismus zum Weltfrieden führt. Ich komme zum Ende. Die AfD-Fraktion lehnt diesen Gesetzentwurf als wirklichkeitsfremd ab. Vielen Dank.